Jens Lehmann auf der Flucht. Ab durch die Mitte, nur weg von diesem Ort, diesem skandalträchtigen. Quer durch den Presseraum zum Hinterausgang. Am besten unsichtbar machen. Deshalb Kapuze hoch, abtauchen. Ein Wahnsinn. Noch kurz zuvor stand der gleiche Lehmann da, hatte gut gehalten. Seine Mannschaft führte 1-0, schien die Krise bearbeiten zu können. Die VfB-Fans feierten schon. Und dann das. Orientierungslos auf der Suche nach einem Taxi. Geradeaus? Nee, alles voller Mainzer Fans. Beim besten Willen nicht. Also zurück, vielleicht hier rechts rum. Gibt's hier ein Taxi? Nee, also was jetzt? Doch da hinten rum? Ein Fan meint, zieh dir den Schal vors Gesicht, dann erkennt dich keiner. Mann, oh Mann, was für ein Abgang. Dass es schwierige Spiele gibt, das gibt's in jeder Mannschaft. Aber muss alles gemacht werden für den Erfolg der Mannschaft. Und eben da hat der schwierige Spieler nicht mitgemacht. Elfmeter für Mainz, das kostete 2 Punkte. Und Rot für Lehmann, das kostete anschließend jede Menge Nerven. Was hat er sich wohl dabei gedacht? Die Frage des Abends beantwortet in besonderer Art. Lehmann, wollen Sie was zur Situation sagen? Dabei hätte uns doch so sehr interessiert, wie es seiner Schulterverletzung geht, die er sich zugezogen hat, als ihm so brutal der Ball überreicht wurde. Provokation pur. Genau deshalb auch die Frage. Lehmann, wollen Sie was zur Situation sagen? Die Antwort kennen Sie ja schon. Lehmann und seine Mätzchen. Gestern war es zu viel. Nachdem er ständig auf Zeit spielte, wurde er hier gefoult von Bonsé, überflüssig und gelbwürdig. Dass Lehmann dann aber minutenlang behandelt werden musste, war schon wieder bloßes Schauspiel. Erklärungsversuche. So ein Fußballspiel wie heute in einem fantastischen Fußballstadion, das ist zum Teil sind das Stresssituationen und man reagiert zum Teil falsch. Lehmann zwar unter Druck und doch hat er schon im Sinn, sein Spielchen zu treiben. Eine bewusste Handlung, aber nö, ich hab nichts gemacht. Doch Schiri Stark mit Adleraugen hatte er es gesehen. Den üblen Tritt mit den rechten Stollen auf Bonsés linken Fuß. Tätlichkeit, Platzverweis. Keine Frage. Und dann der Abgang des Keepers. Der Ordner in Orange. Achtung, fasst Lehmann an. Der ist jetzt auf 200 und startet praktisch direkt durch zu seinem Orientierungslauf. Wo gibt's hier ein Taxi? Fragt er am Eingang zum VIP-Bereich. Dort weiß man nichts, also wieder zurück. Und jetzt der Fan mit Mütze. Daumen runter für Lehmann mit breitem Grinsen. Und dann fragt der aber ausgerechnet diesen Fan, wo gibt's hier ein Taxi? Und plötzlich hilft er. Erstmal linksrum, inklusive Spott. Die Suche nach dem Ausweg aus dieser Mausefallensituation. Zweifelhafter Humor. Ja, den Weg aus dem Stadion kennt er ja hier. Linksrum war übrigens auch falsch, jetzt geht's rechtsrum und plötzlich kommt dieser Herr ins Bild und stellt Jens Lehmann zur Rede. Beim Torwart liegen die Nerven blank, deshalb... Da kann man nicht im Vornherein schon sagen, wie dann der Mensch reagiert. Ich kenne den Fußballer Jens Lehmann recht gut, aber ich kenne den Menschen Jens Lehmann halt noch ein bisschen zu wenig. Lehmann reißt dem Fan hier die Brille von der Nase. Es droht zu eskalieren. Dabei sagt der Fan zu Lehmann nur, sei doch nur ein einziges Mal normal. Lehmann stürmt erneut davon, jetzt um eine Brille reicher und im wahrsten Sinne des Wortes um einen Anhänger. Denn den wird er nicht los, solange die Brille fehlt. Was soll das? Die Frage aller Fragen. Was soll das? Bleib locker, Mann, bleib locker. Gib mir die Brille eben. Lehmann reicht sie schließlich seinem Taxi-Adjutanten weiter. Damit aber nicht genug. Jetzt ist der Nächste im Visier. Der Kameramann. Dich kenne ich, Freundchen. Dich kenne ich. Du lieber Gott, war der neben der Spur. Ist doch klar, dass nach so einer Situation erstmal die Nerven blank liegen. Ja? Also was soll ich jetzt dazu sagen? Ja? Soll ich da jetzt eine vernünftige Antwort geben? Kann ich nicht. Und der Torwart sowieso nicht, wie gesagt. Lehmann, wollen Sie was zur Situation sagen? Bliebe nur noch die Nummer mit dem Taxi zu klären. Nix Mannschaftsbus, Rückfahrt, nee. Da ging er zwar jetzt erstmal rein, aber später wieder raus und holte sich dann doch ein Taxi zum Frankfurter Flughafen. Von dort ging's nicht nach Stuttgart, sondern nach München. Ja, genau. Und dort gelandet war es dann nur noch diese eine Fahrt nach Hause an den Starnberger See. Was für eine Odyssee. Dieser Tag von Jens Lehmann.